Und damit... Ah, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Neverguest. Ja, da sind wir wieder. Es funktioniert ja anscheinend alles ganz gut. Ich muss den Sound... Oh, was ist denn das für ein... Ich gehe mal auf 50 runter. So, kann ich noch ein bisschen lauter machen. So, herzlich, ja, wie gesagt, herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder hier. Oh, ja. Also, ich erkläre es. Erschreckt nicht. Erschreckt mich, tötet mich nicht. Alles wird gut. Also, wir haben, ich hatte ja gesagt, oh, ich gehe mal hier weg, ja. Mann, ich nehme erst mein Level mit. Level! Was ist das für ein Schwert? Nur ein Diamant. Nur ein Diamantschwert, okay. Huch, keine Pfeile. Pfeile. Okay. Dann halt keine Pfeile, auch nicht schlecht, gut. Komm, hier, stirb da mal. Es könnte ein bisschen dauern. Moment, kleinen Moment, wir haben es gleich. So. Okay, ich gehe erstmal hoch. Und erkläre euch dann alles. Also, wir haben... Ja, ich hatte ja gesagt, dass ich mir den Mob GUI Spawner holen möchte. Das habe ich auch getan. Der ist hier auch installiert. Ich, Optionen. Ich kann jetzt nicht rausgehen aus dem Game, weil seitdem ich den installiert habe, habe ich ein kleines Problem, dass ich, wenn ich ein Game starte, immer 2-3 Minuten warten muss. Das möchte ich euch jetzt nicht antun, weil dann habe ich irgendwie in 2-3 Minuten den Aufbau der Welt erstmal. Das will ich jetzt erstmal nicht machen. Egal. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich keinen Text dabei runtergeladen. Okay. Musste ich jetzt ungefähr 3 oder 4 Mal meine gesamte Minecraft-Char löschen. Aus dem Grunde, dass ich den GUI-Spawner versucht habe zu installieren und immer wieder neu gemacht habe. Und ja, jetzt letztendlich ist es darauf... Grafikbug. Ist es darauf hinausgelaufen, dass ich mir diese Mods hier geholt habe. Ihr seht hier auch, wir haben hier auch... Die ganzen aus dem... Ich habe übrigens auch die Backpack-Mods gemacht. Huch. Strawberry. Candy. Hier kann ich mal ein bisschen gucken, dann immer so, wie was man eigentlich überhaupt bauen kann. So. Oh. Interessant. Egal. Auf jeden Fall. Ja. Ich werde das natürlich nicht fürs Let's Play, also in gewisser Weise nicht nutzen. Nein. Ach gut, sehr schön. Und zwar... Habe ich jetzt nach einer Ausweichoption gesucht und die verbinde ich mit diesem Mod. Ich werde... So, warte mal, ich muss wirklich ein bisschen leiser auf meinen Kopfhörer schalten, anders. Das finde ich sehr laut alles. Und zwar werde ich ganz einfach den Spawner hier unten abbauen. Den hier werde ich abbauen. Und der GUI-Mod, das erkläre ich kurz für die, die das nicht kennen, der GUI-Spawner-Mod... hat zwei Funktionen. Einmal kann man einen Spawner abbauen und das andere kann man bestimmen, was man spawnen lassen möchte mit diesem Spawner. Und genau diese Funktion werden wir ausnutzen. Ich werde diesen Spawner jetzt hier abbauen. Werde mir dafür jetzt im Moment da. Werde mir dafür hier diesen einen Spawner aussuchen. Natürlich nehme ich da keinen Blaze-Spawner oder so. Ich nehme da schon einen, den es auf der richtigen Welt auch gibt. Wir wollen ja nicht beschmuhen. Und werde den in die Monsterfalle packen. Ja, so hatte ich mir das gedacht. Und... Ja, damit wir das alles auf einen Haufen haben. Aua. Stirb doch einfach. Ja, und so hatte ich mir das gedacht. Und so machen wir das jetzt auch. Dann werde ich das einfach mal jetzt tun. Und nicht verzagen. Aber ich hätte gerne vorher noch... Moment, ich hätte vorher noch gerne ein Schild... Ja, ich habe noch ganz viele andere Dinge jetzt ausprobiert in den Singleplayer-Welten. Das kann ich mal kurz zeigen. Und zwar bin ich im Moment ja ganz wirklich, also ich bin im Moment daran, ganz viele, oh, ich weiß nicht, ich will so viele Dinge jetzt einfach tun, um einfach voranzukommen im Let's Play, so ein bisschen mehr so in die technische Richtung. So. Ah, stirb doch. So, okay. Weg ist er. Hier stand einmal, das passt ja nicht hin, hier stand einmal ein
spinnen. Ich sag extra spinnen, keine Angst. Spinnen. Spawner. So. Sehr schön. Und dann hätte ich gern, was haben wir denn? Wir könnten jetzt Minecart-Spawner, alles klar. Creeper-Spawner, Skeleton-Spawner, Spider-Spawner, Zombie-Spawner, Slime-Spawner, Gas. Also Creeper, Skeleton, Spider, Zombie würde ich akzeptieren. Slime. Ja, Slime eigentlich. Nee, nee, Slime nicht. Gast. Ja, Pick. Pick und sowas würde ich auch alles akzeptieren, aber Pick und so bringt uns ja nicht wirklich was. Silberfisch-Spawner würde ich nicht akzeptieren. Cave-Spider könnte ich mal, könnt mal machen. Lava-Spinnen, Lava-Slime, Ender-Dragon, River-Boss, Bat. Ach, Fledermaus, okay. Witch, Zephyrohr, das sind Angel, Pick, Sheep. Wer sich wundert, warum ich hier Angel-Spawner und sowas drin habe, wir spielen ja auch noch das Let's Play The Ever-Mod. Da kommen diese ganzen anderen Items her, die ihr jetzt vielleicht nicht kennt. Sheep Spawner, Cow Spawner, Chicken Spawner, Squid Spawner, Wolf Spawner, Mushroom Cow Spawner, Snowman Spawner, Ocelot Spawner, Villager Golem Spawner, Villager Spawner, Charged Creeper Spawner, Wither Skeleton Spawner, Settled Pig Spawner, TME Random Fire Rack Spawner. Der ist übrigens geil. Everyone is different. Okay, ja, wir werden uns einen, ich wollte einen, wo ist es denn? Einen Skelett-Spawner wollte ich haben. So, Damon im Inventar, den Skelett-Spawner. Ja, und dazu werde ich die Mod nutzen. Ich weiß nicht, wie ich das mache, vielleicht tue ich sie, tue ich mir da noch, eine, wie heißt es? Vielleicht tue ich mir da noch eine extra Datei anlegen, also eine extra Versions-Ordner dafür, dass ich den dann immer mal wechseln kann, wenn wir mal wieder einen Spawner finden sollten. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal hier einen anderen Spawner gefunden haben irgendwo. Ich wäre mir... nein, Mist. Das wäre mir neu, ich bin mir jetzt da nicht sicher. Und immer wenn wir einen Spawner finden, können wir dann halt, ja, den abbauen mit dieser Mod. Und bla bla bla. Wieder. Ja. Tja, ja, das wollte ich eigentlich mal sagen. Des Weiteren, wir spielen, wie ihr mitbekommen habt, wieder in der 1.6. Also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber wir spielen wieder in der 1.6.2. Aus folgendem Grund, ich habe einfach gern diese ganzen Mods hier drin. Lightning Mod, Inventory Sweet Spot und was will ich alles für Mods hier drin haben. Ich möchte doch lieber mit den Mods spielen, deswegen wieder in der 1.6.2 zurück. Ich habe erst gedacht, ja gut, 1.6.7 ist ganz cool, aber jetzt sehr ehrlich, ich fand das auch, ich habe dann auch drüber nachgedacht und das mit dem Blumengesiete fand ich dann auch nicht mehr so toll. Wir werden einfach später nochmal irgendwann mal losgehen und die 1.7.2 erforschen, Nachfolge 500. Wenn die ganzen Mods dann auch available sind, available, brauche ich kein Englisch, also jetzt. Und solange begnügen wir uns mit den ganzen Mods hier und können wenigstens hier jetzt einen Spawner hinsetzen. Dazu mache ich mal auf friedlich, fertig, zurück zum Spielen. Mensch, hier geht's hoch. So, dann machen wir uns mal auf den Weg hier hoch. Hier hat man jetzt mittlerweile soweit alles fertig, soweit ich weiß. Hm, hier waren wir fertig, genau. Ja, okay. Dann baue ich mir jetzt hier mal eine Tür rein. Oh, so wollte ich das gar nicht machen, aber... Okay. Oh. Wo sind wir denn da jetzt gelandet? Müssen wir, glaube ich, noch einen weiter. Nee, ja, wo war ich denn da lang? So, weg das, weg das. So, und jetzt hier hoch. Hä? Wir müssen anscheinend... Doch hier lang. So, Moment. Ich habe keine Leiter dabei, gell? Nee, habe ich nicht. Dann machen wir uns ganz kurz Leitern. Momento. So. Leitern. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Achso, stimmt. Es gab jetzt was Neues. Moment, das will ich mal ausprobieren, ob das auch wirklich so geht. Das ist ja geil.
Boing. Und gleich nochmal. Das ist ja echt chillig. Cool. Ich wusste gar nicht. Ich habe das irgendwann. Ich hatte das schon mehrmals bei Leuten gesehen und dachte mir, was ist denn das für eine Mod? Ja, das habe ich bekommen, dass es gar keine Mod ist. Moment. Den obersten abbauen. Und dafür kommt da eine Falltür rein, aber ich habe jetzt kein Holz mehr dabei, gell? Möp, kein Holz mehr. Aber essen muss ich auf jeden Fall, weil mir wird langsam hungrig. Mir wird hungrig, auch geiles Deutsch. So. Haben wir dann noch? Haben wir noch. Sehr schön. Jo. Ist das geklärt? Und dann mache ich oben einfach einen Stein hin. So, okay. Gut. Funktioniert denn noch der Mod hier? Ja, der geht noch, okay. Wo haben wir denn hier? So, dann platziere ich jetzt einfach mal hier den Spawner. Und dann war es das eigentlich schon. Jo, Moment. Lup. 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 So, okay. Jetzt haben wir es. Und dann machen wir mal auf normal. Und zurück zum Spiel. Jetzt bin ich gespannt. Und da kommt schon das erste Skelett runter. Hui, geil, okay. Ja, genau. Das ist also jetzt unser Ersatz für die GUI Spawner Mod. Ich könnte das hier nicht Survival Creative Adventure Rain. Oh, den Rain werde ich nutzen. Den Rain nutze ich. Das Schwierigkeitsgrad, Fire, Health und Foot. Ja, den Rain Mod. Rain Snows Off. On. Huh. Huh, okay. Seltsam. Ja, gut. Ja, gut, dass so habe ich mir das gedacht. Das passt doch alles wunderschön zusammen. Und dann können wir uns ja nach unten begeben. So. Und dann können wir hier. Ja, sollte das vielleicht ausmachen. Ah, ich sollte mir hier echt was anderes überlegen noch. Kann ich eventuell... Ich schau mal ganz kurz, habe ich noch Redstone von dabei? Habe ich noch, genau. Ich tue mal ganz schnell noch hier, Moment. Jo. Was für eine Effi habe ich denn da drauf? Effi 4. So, da. So. Und dann machen wir uns mal ganz kurz ein bisschen was. Einfach für den, weil ich jetzt, ich hätte gern hier wirklich jetzt exklusiven Schutz, dass damit drinnen mir auch ein Creeper kaputt gehen kann. Darum geht es mir jetzt gerade und das werde ich jetzt einfach mal erreichen, indem ich mir, ja genau so werde ich es erreichen, indem ich mir da so einen Stein platziere. Ach ja, es ist wieder einfach wunderschön mit mir hier, komm. So, und jetzt der vierte noch. So, Moment. Jetzt wird's kritisch. Und zwar war es am besten so. So, sehr schön. Was ist, wenn ich das abbaue? Bringt mich jetzt nicht sonderlich weiter. Hm. Wäre natürlich jetzt muss ich schon überlegen, wenn ich Creeper drin habe, kann ich einfach nicht nah genug rangehen, weil ich sonst selbst Schaden nehme. Das ist das Problem an der Sache. Wenn ich zu nah angehe, nehme ich selbst zu viel Schaden. Moment, ich mache das mal ganz kurz. Ja, los. Stimmt doch einfach. So. Ja. Wenn ich zu nah angehe, nehme ich selbst zu viel Schaden. Das ist das Problem an der Sache. Huh.
Wie könnte ich das ändern, dass ich da näher ran kann? So, nehmen wir das auch, der könnte uns trotzdem noch einiges wegspringen, zum Beispiel die